Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gera, es ist heute Freitag, der 17. April. Und ich bin heute hier auf der Untermhäuser Brücke aus einem speziellen Grund, denn voraussichtlich in genau heute 10 Tagen, nämlich ab dem 27. April, wird die ein oder andere Lockerung, die ein oder andere Vereinfachung wieder in unser Leben einkehren können. Und die betrifft auch das, was Sie in meinem Rücken sehen, den Hofwiesenpark. Wie Sie es aber zu Beginn gewohnt sind, möchte ich Ihnen die Zahlenstand heute, Freitag, den 17. für den Freistaat, für Ostthüringen und für unsere Stadt mit auf den Weg geben. Die Anzahl der positiv getesteten Personen bei uns im Freistaat beläuft sich auf 1.688. Das ist ein Zuwachs um 84 Personen, die positiv getestet wurden. Glücklicherweise steigt auch die Zahl der inzwischen Genesenen. Die werden auf Ebene unseres Freistaates mit 1.130 angegeben, Stand heute. Für Ostthüringen ergibt sich eine neue Gesamtzahl von positiv getesteten Personen von 559. Das sind 40 mehr im Vergleich zum Vortag. Die Zahlen für Ostthüringen umfassen, wie Sie es gewohnt sind, die Zahlen des Landkreises Altenburger Landkreis, Saale-Holz-Landkreis und Saale-Orla-Kreis inklusive der Zahlen für die Stadt Gera. In Gera hat sich die Anzahl der positiv getesteten Personen von gestern auf heute mal wieder, und da freue ich mich sehr, nur ganz leicht erhöht um 3. Wir sind jetzt bei 82 positiv getesteten Personen, 27 sind genesen. Wir haben 55 offene Proben, wo wir noch die Ergebnisse erwarten, und wir haben Stand heute, und die Zahl ist unverändert, die ich zu Beginn der Woche Ihnen auch schon mal bekannt gegeben hatte, nur zum Glück leider eine verstorbene Person. Es handelt sich, da gab es auch oft öfters die Fragen, um eine männliche Person, deutlich über 80 Jahre mit gesundheitlichen Vorindikationen. Die Zahlen für das SRH-Waldklinikum belaufen sich Stand heute Mittag auf 28 Personen, die im Waldklinikum betreut werden. Davon sind 20 aus der Stadt Gera, und insgesamt von den 28 sind Stand heute Mittag 7 Personen auf der Intensivstation. Ab kommender Woche und insbesondere ab dem 27. April werden und wird eine neue Thüringer Verordnung in Kraft treten, die einige Änderungen beinhalten wird. Was sich nicht ändern wird, und das steht schon fest, das Kontaktverbot, also die Notwendigkeit, dass wir die sozialen Kontakte einschränken, reduzieren, so wie wir es in den letzten Wochen getan haben. Was sich ändern wird, ist, dass, und darüber hatte ich gestern berichtet, im Bildungssystem die Kindergärten ab Mai wieder beginnen werden zu öffnen, dass die Schulen wieder anfangen, mit speziellen Klassen für den Unterricht zu öffnen. Das sind Änderungen. Es wird sich ändern, dass Geschäfte bis 800 Quadratmeter ihre Türen endlich wieder öffnen werden können. Es ist noch ausstehend Regelungen, insbesondere für die Gastronomie, wo es Stand heute noch keine Lösung geben wird. Was übrigens für alle Unternehmerinnen und Unternehmer in unserer Stadt möglich ist, ab sofort, dass sie rund um das Thema Gewerbesteuer bitte mit uns in Kontakt treten können. Es gibt ein Formular auf der corona.gera.de-Seite, wo es um die Stundung der Gewerbesteuer geht. Wir haben sofort, als die Möglichkeiten da waren, die Regelung für uns auch übernommen. Bitte machen Sie davon Gebrauch, wenn es bei Ihnen zum Thema der Gewerbesteuer, ähnlich wie beim Thema der Umsatzsteuer mit dem Finanzamt, Bedarf gibt. Wir stehen Ihnen da zur Verfügung. Die Regelungen mit den Einschränkungen, die gelten zum Thema Kontaktverbot, natürlich auch rund um die Thematik Ansammlung, Versammlung, aber auch, und Stand heute ist nichts anderes bekannt, für alle sportlichen Aktivitäten mit den Vereinen. Und insofern, auch da brauchen wir bitte noch Geduld. Es gilt immer noch, wir müssen die sozialen Kontakte vermeiden und reduzieren. Wenn es übrigens nicht anders möglich ist, soziale Kontakte einzugehen, wie zum Beispiel im öffentlichen Personennahverkehr, bitte, Jena hat es vorgemacht mit den Mundmasken, mit den Mundbedeckungen. Sie können auch heute schon selber davon Gebrauch machen, überall da, wo Sie in Kontakt mit anderen Personen kommen, wo ein enger Raum ist, wo nicht belüftet ist, können Sie gerne auch von sich aus schon eine Mundmaske, eine Schutzmaske, was auch immer Sie nehmen möchten, nutzen. Hier im öffentlichen Raum, wenn Sie an der frischen Luft sind, brauchen Sie es übrigens nicht. Da ist es im Zweifelsfall sogar gut, wenn Luft an Ihre Nase und an Ihren Mund kommt.
Und ab dem 27.04., ich freue mich wirklich sehr, also von heute aus in 10 Tagen, werden wir unseren Tierpark wieder öffnen können, werden wir wieder den Botanischen Garten öffnen können und insbesondere, was Sie hier im Hintergrund sehen, den Hofwiesenpark. Also bitte noch 10 Tage Geduld, dann können wir auch den öffentlichen Raum größtmöglich wieder freigeben, aber unter der Bedingung, dass wir alle gemeinsam so diszipliniert damit umgehen und auch dort dann es nicht zu Ansammlungen kommen wird. Für die Spielplätze wird es Stand heute übrigens noch keine Öffnung geben, weil es gilt unverändert und nach wie vor, wir vermeiden bitte soziale Kontakte, wir reduzieren sie auf ein Mindestmaß und mit dieser Disziplin wünsche ich Ihnen, wünsche ich uns, ein angenehmes Wochenende. Herzlichst, Ihr Julian von Arp.